Diese plüschigen Gesellen waren ein Teil der zahlreichen Aktionen zum Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember, an denen sich auch zahlreiche Schüler aus dem Landkreis Tübingen beteiligt hatten. Die Anerkennung für ihr vielfältiges Engagement, das auf dem Spendenkonto der AIDS-Hilfe Tübingen-Reutlingen e.V. mit fast 1.930 Euro zu Buche schlägt, gab es jetzt in Form einer Urkunde. Die Wirkung von Jugendlichen, die bei Gleichaltrigen auf diese Weise Aufklärungs- und Präventionsarbeit leisten würden, sei nicht zu unterschätzen, lobten die Verantwortlichen. Das eingenommene Geld aus Kuchen- und Waffelverkäufen, Adventsbasaren und Spendensammelaktionen fließt in die laufenden Projekte der AIDS-Hilfe.